Danke. Hallo. Guten Tag. Kannst du einen Zungenbrecher? Kannst du einen Zungenbrecher? Kann er nicht. Kannst du einen Zungenbrecher? Hallo. Das ist ja toll. Was machst du jetzt? Pepper, hallo? Hallo. Grüß Gott. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Was machst du jetzt? Willst du mich jetzt veräppeln? Pepper, wie heißt du? Mein Name ist Pepper. Wie alt bist du? Ich bin ein Jahr alt. Kannst du einen Zungenbrecher? Ja. Der kleine klappernde Kaplan klebt klappgare poppige Plakate an die klappernde Kapellwand. Also ihr habt das jetzt gerade auch gemerkt, ne? Also auch bei mir, das muss man so ein bisschen justieren. Von daher, wer möchte, stellt sich jetzt einfach mal vor ihn. Versucht aufzunehmen. Macht Fotos und Videos. Er muss erstmal, genau, erstmal muss er ihn ins Gesicht gucken. Oh, ja. Hallo. Nochmal. Hallo. Tag auch. Wie alt bin ich? Ich versuche zu raten, wie alt du bist. Bitte einen Moment Geduld. Ja, okay, jetzt haben wir. Tut mir leid, es ist ein Fehler aufgetreten. Versuche es doch noch einmal. Das ist jetzt das Licht. Jetzt mal einfach ein Stück darüber gehen. Ich hoffe, er guckt mit. Nö. Mal einfach ein bisschen quatschen, dass er in die Richtung guckt. Hallo, Pepper. Hallo. Ja. Hallo. Na, hallo. Oder ein bisschen näher ran. Noch. Hallo. Immer weiter. Hallo. 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 Ich komme mir ein bisschen dämlich vor. Hallo? Hallo. Schönen guten Tag. Wie alt bin ich? Ich versuche zu raten, wie alt du bist. Bitte einen Moment Geduld. Tut mir leid, es ist ein Fehler aufgetreten. Versuche es doch noch einmal. Richtig cool. Nee, bloß nicht. So. Also davor steht es immer gut. Wir müssen nur jetzt wieder gucken, dass er sich zunächst. Pepper! Ich bin angefasst, jetzt guckt er, was war denn da? Ja. Was ist denn da los? Jetzt einfach nochmal so ein bisschen ansprechen. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. 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 Nee, das ist einfach, da ist auch was. Hallo. 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 Servus. Wie alt bin ich? Ich versuche zu raten, wie alt du bist. Bitte einen Moment Geduld. Tut mir leid, es ist ein Fehler. Versuche es doch noch einmal. Ich glaube, wir sind zu alt für den Roboter. Ich bin zu alt, ne? Genau. Vielleicht die Brille. Nee, die Brille auch nicht. Wir müssen. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Ja, klar. Der Disco, Digga. Kriegst du das nicht hoch? Tag auch. Wie alt bin ich? Ich versuche zu raten, wie alt du bist. Bitte einen Moment Geduld. Tut mir leid, es ist eine Feder aufgetreten. Okay, versuche es doch noch einmal. Hallo? Wie alt bin ich? Hallo? Servus. Wie alt bin ich? Ich versuche zu raten, wie alt du bist. Bitte einen Moment Geduld. Tut mir leid, es ist ein Fehler aufgetreten. Ich gehe mal so ein bisschen da. Pepper, hallo? 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 Grüß Gott. Wie alt bin ich? Wie alt bin ich? Ich versuche zu raten, wie alt du bist. Bitte einen Moment Geduld. Ich schätze, du bist 46 Jahre alt. Also hier ist eine gute Position. Er macht mich jünger. Hallo? 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 Normal einfach. Hallo? Hallo. Wie alt bin ich? Ich versuche zu raten, wie alt du bist. Bitte einen Moment Geduld.
Das glaube ich jetzt nicht. Tut mir leid. Versuche es doch noch einmal. Habe ich nicht dabei. Ich habe ein Video dazu. Bei Twitter gibt es das. Da hat er auf Happy, auf das Lied Happy getanzt. Aber das waren 45 Sekunden und da haben unsere Programmierer 4 Tage dann programmiert. Das ist sehr, sehr aufwendig. Nee, nicht so schnell. So, geh mal ruhig noch näher ran. Genau. Sag mal hallo. 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 Richtig hallo. Laut und deutlich. Hallo. Schönen guten Tag. Und das ist jetzt ungefähr die Stimmlage. Du kannst noch ein bisschen näher gehen. Er wird dir nichts tun. Kannst ihn fragen, kennst du die Gesetze der Robotik? Kennst du die Gesetze der Robotik? Nee. Kennst du alle Gesetze für die Menschen? Ich kenne meine Gesetze. Willst du sie hören? Na ja. Ja. Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und das dritte Gesetz lautet, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Danke.